Siehst du die Reue in diesem Blick? Wegen ihm sind drei Menschen gestorben. Ein Mann und zwei ungeborene Babys in dem Bauch von dessen Schwester, die schwer verletzt wurde und als Folge daraus nie wieder Babys bekommen kann. Und jetzt guck in dieses Gesicht. Sie sieht hier zum ersten Mal den Mann, der ihr den schlimmsten Tag ihres Lebens bereitet hat. Nach 2 Jahren Trauer über den Verlust ihres Bruders und ihrer ungeborenen Zwillinge. Doch sie sagt, etwas, das schwer auf meinem Herzen lastet und ich loswerden muss, ist, dass ich dich wissen lassen möchte, dass ich dich nicht hasse. Ich will dich hassen, aber ich kann es nicht. Sein fataler Fehler war es, angetrunken in seinen Pickup-Truck zu steigen und zu vergessen, die Scheinwerfer anzumachen. Er geriet dann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und erwischte das Auto der schwangeren Rachel und ihres Bruders frontal. Das ist der Moment, wo dir schlagartig bewusst wird, dass du die übelst denkbare Scheiße gebaut hast und nicht mehr zurück kannst. Und dir die gnadenlos tickende Zeit näher ist als der Pulsschlag in deinem Hals. Der Moment, wo dir schlagartig bewusst wird, was du angerichtet hast. Der Anblick der verunfallten und sterbenden Schwerstverletzten. Rachel erleidet durch den Crash schwerste Verletzungen, durch die ihre beiden ungeborenen Zwillinge in ihrem Bauch sterben. Neben ihr im Auto stirbt ihr jüngerer Bruder Jimmy, der zu Besuch war. Ihre Schwester Brittany wurde ebenfalls bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer war ihr Ehemann Daniel. Er beschreibt die Situation wie folgt. Es fühlt sich an, wie als wenn man aus einem Albtraum erwachen wollte. Wenn man sich das Auto ansah, wie zerstört es war, und man nicht wusste, wer wird es überleben und wer wird es nicht überleben. Jimmy war sofort tot. Daniel sagte dazu, ich versuchte ihn aufzuwecken, aber ich konnte ihn nicht aufwecken. In all dem Schrecken gab es aber auch einen Lichtblick. Mit dem Auto saß die zu dem Zeitpunkt 2-jährige Tochter von Rachel. Sie konnte lebend aus dem Wrack geborgen werden und hatte nur einen kleinen Kratzer auf der Stirn. Wie durch ein Wunder blieb sie ansonsten gänzlich unverletzt. Hier entschuldigt sich der Unfallverursacher Rain bei Rachel und ihrer Familie, wobei man im Hintergrund das Weinen der Angehörigen hört. Hier wird der 33-jährige Mr. Rain verurteilt zu 41 Jahren Knast. Das heißt, er wird erst rauskommen, wenn er 74 Jahre alt ist. Seht nun selbst seine Reaktion auf diese heftige Strafe. To serve 41.0125 years on each count to run concurrent to each other. On the misdemeanor charge, I adjudicate you guilty and sentence you to time served. Der Unfallverursacher Rain sagte, dass er sich selber jeden Tag hasse und dass er, wenn er es könnte, sofort sein Leben geben würde, um jene zurückzuholen, die an dem Tag ihr Leben ließen. Der Richter erhielt viele Briefe, die um Gnade für Rain baten. Und er selbst hebte hervor, dass man ihm bei jedem Verhandlungstag das Leid und die Reue an seinem Gesicht ansah. Doch trotzdem verurteilte der Richter ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 41 Jahren bei einer möglichen Höchststrafe von 45 Jahren. Ich frage mich, wo ist hier eigentlich das Ganze differenziert betrachtet worden? Kannst du das Leid aller sehen? Der Verstorbenen, der Hinterbliebenen und des Mannes, der ohne es zu wollen dies alles verursacht hat? Kannst du versuchen, den Schrecken, der passiert ist, aus den Augen jedes Beteiligten zu sehen? Ich hoffe, diese Fragen sind eine Inspiration, wenn du mir deine Meinung in den Kommentaren zu dem Fall sagen möchtest. Einen derartigen Gedankengang mit erzeugt zu haben, wäre mir lieber, als Kommentare zu lesen, die von der Forderung der Lynchjustiz bis hin zum völligen Leugnen der Schuld des Täters reichen. Auch selbst wenn ich das hier offenkundig erwähne, wirst du diese Art Kommentare finden. Aber nur von jenen, die diesen Kanal nur selten oder einmalig besuchen. Meistens. Und dann suche weiter in den Kommentaren, dann wirst du Menschen aus der Community finden, die differenziertes Betrachten, Perspektivwechsel, empathische Analysen schon hunderte Male hier mitgemacht haben und darum nicht so flach auf einen Fall blicken. Es ist nicht immer alles Team A und Team B, schwarz und weiß, und man muss nicht immer hervorheben, welches Leid nun schlimmer ist. Denn es ist offenkundig, dass der Verlust einer geliebten Person schlimmer ist. Es ist leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Fragen wir uns selbst mal. Sind wir schon mal über dem legalen Alkohollimit am Steuer eines Autos gesessen? Wahrscheinlich eine der häufigsten Straftaten, mit denen Menschen durchkommen, weil dieser eine Moment, der alles verändert, bei ihnen nicht stattgefunden hat. Das Risiko haben schon viele in Kauf genommen und gesagt, ach, das geht schon. Der einzige, aber natürlich gewaltige Unterschied ist, dass es diesen Moment bei ihm gab. Ich habe in all den Fällen, die ich bearbeitet habe, nie einen Menschen gesehen, dem die Reue so ins Gesicht geschrieben stand wie Rain. Wie auch? Denn all diese Mörder, die wir gesehen haben, hatten zumindest zu einem Zeitpunkt genau das vor, was sie getan haben. Meist ohne Intoxikation, die bei Rain gegeben war. Jedoch hatte er zu keinem Zeitpunkt das beabsichtigt, was er angerichtet hatte. Rain hat gesagt, dass er den Rest seines Lebens damit verbringen will, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich es ist, betrunken ein Auto zu fahren. Auch die Opferfamilie bittet alle darum, sich niemals betrunken an ein Steuer zu setzen. Jeden Tag sterben in Deutschland 10 Menschen im Straßenverkehr. Darunter oft die schwächsten Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel Kinder auf Fahrrädern. Und die häufigsten Unfallursachen sind überhöhte Geschwindigkeit und Trunkenheit am Steuer. Passt auf euch auf.